Willkommen hier zu unserer F1 23 mit Team Karim mit Audio und ich glaube, das ist das verrückteste Rennen, das wir erleben werden. Heute geht's richtig ab und wie ihr vielleicht im Titel erkannt habt, werden wir heute das erste Mal eine Red Flag erleben. Abonniert unbedingt gerne den Channel, kostet das, macht gerne einen Daumen oben da, dass ihr nichts mehr verpasst. Und schaut auch unbedingt gerne auf Social Media, iTunes-Gaming auf Insta und vor allem auch gerne auf Fitz-Tobi auf TikTok vorbei. Links mal unten in der Bio und wir starten hier. Hier mal die Île Notre Dame in Montreal, 4,361 Kilometer lang, 14 Kurven und ja, 3 DS zu machen. Eigentlich diese extrem kurze Strecke zu einer unfassbar genialen Highspeed-Strecke ohne Ende, wirklich. Also das ist hier so genial und wir müssen einfach alles heute rausholen. Ich freue mich extrem drauf. Zuerst geht's mal ins Qualifying und das ist schon mal, lässt schon mal auf jeden Fall zu mehr hoffen. Los geht's ja mal ab ins Qualifying rein. Dieses Video war doch vorproduziert, jetzt mal der Spoiler Alert und Kanada, nein, was kommt noch, Kanada, ich weiß nicht genau, also ab Spielberg fahre ich dann Schwierigkeit 94, also weil sich viele aufgeregt haben, dass es unrealistisch ist, also ich bin vorher in den alten Form 1 immer um die 80 gefahren und jetzt dann dachte ich mir so mit 88, wow, das ist eh schon gut und jetzt auf 94, also jetzt mal dafür kurz dazu. Jetzt aber hier mal 3/10 Rückstand, wir fahren hier auf einer Schwierigkeit von 88 noch. Und das ist aktuell noch der 20. Platz. Es fehlt natürlich unnormal an Chassis. Da sind wir mit Abstand das schlechteste Auto. Da kannst du aber auch immer nur eine Sache upgraden. Und ja, da kommen wir echt sehr, sehr rutschig raus. Das ist bis jetzt erst der 20. Platz. Das wäre natürlich eher suboptimal. 1 Sekunde Rückstand. Das ist echt wow. Der Exit muss toll sein. Der war auch toll. Verstappen aktuell auf Polkurs und wir 19. Platz. Hier ist 18, 17... Kommen Sie ein bisschen runter noch. Come on, 17, bitte 17. Doch nicht. 18, die letzte Kurve, die kann ich erfahrungsgemäß mit den neuen Autos etwas besser. Und man kann die auch unnormal schneiden auf ja, Schwierigkeit, nein, wie sagt man, auf Strafen. Gucken wir uns die Start schon. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Carlos Sainz von der Pole. Und daneben steht Max Verstappen, der von P2 starten wird. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Perez, Leclerc, Russell, Hamilton, Fernando Alonso, der Wissenschaftler, Norris, Gasly, Albon, Oscar Piastri, Tsunoda, Joe, Bottas, Hülkenberg, Ocon, Magnussen, Doohan, Sargent, Stroll, Sargent. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Und jetzt geht's los hier. Kanada Grand Prix, Audi Karriere, Season 1. Let's go. P8 ist es geworden. Wir kommen. Alter, Hamilton ist stehen geblieben hier. Der hat einen Standing Start. Och, George Russell hier mit dem weißen Reifen. Und dann müssen wir. Ja, Alonso, Halleluja. Zu dritt ist die erste Kurve sehr, sehr eng. Dann müssen wir die anderen ziehen lassen. Aber jetzt Alonso hier mit einem Quersteher. Da können wir an Fernando vorbeigehen. Ich weiß natürlich, dass das nicht für die Ewigkeit ist. Aber trotzdem, das Wetter ist, ich habe natürlich nicht das hundertprozentig genaue Wetter genommen und jetzt heißt es halt, es könnte zum Regnen beginnen. Ich weiß natürlich auch nicht, wie wir das jetzt genau mit der Strategie machen. Trotzdem werden wir hier uns mal alles geben. Russell sollten wir eigentlich auch easy holen, denn er hatte die weißen Reifen. Und ich weiß, dass die echt sehr, sehr, oh, bist du deppert. Das Auto ist sehr, 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 sehr schwierig zu fahren, gerade auf dieser Strecke. Da fehlt es ordentlich an Handelbarkeit. Ich habe zwar echt das glaube ich, softeste Setup überhaupt genommen, das mir dann auch bei 3-4 Runden Longruns im Training gefallen hat. Trotzdem ist es extrem schwierig, gerade auf dieser Strecke mit dem Auto zurechtzukommen. Also aus manchen mittelschnellen Kurven, da ist wirklich das Heck so unfassbar nah dran. Das ist echt ekelhaft. Jetzt sind wir hier an George Russell dran. Der Exit aus der letzten Kurve war unfassbar gut. Links vorbei. Und das ist P5. Also das ist echt Halleluja. Das geht sehr gut voran. Charles Leclerc jetzt vor uns. Und trotzdem denke ich mal, ja, muss ich auf jeden Fall hier mal einen Dämpfer reinhauen. Denn dieses Rennen wird heute auf jeden Fall oft mit einem Down. Oder beziehungsweise das wird heute mir ein bisschen zerstört.
Ja, das sehen wir auch. Alter, Hamilton, der hatte einen Standing Start, der ist da gar nicht vom Fleck weggekommen. Obwohl der die roten Reifen hatte, ist der da gar nicht weggekommen. Ich musste da ein bisschen aufs Gras ausweichen und ja, trotzdem waren wir noch on track. Da lohnt sich mit diesem Pendler hier, da konnten wir easy an ihm vorbeigehen. Und ich glaube, da ist auch der McLaren hinten dran gewesen. Ich weiß nicht genau, warum unten links meine Map rot ist. Ich habe diesen Bug seit 2-3 Rennen, dass die immer wieder rot wird. Also ich mache Thumbnail-Bilder, gehe in diesen Fotomodus rein, komm raus und es ist rot. Also ich habe keine Ahnung. Habt ihr auch ähnliche Probleme? Vielleicht ist das jetzt auch mit diesem neuen Update, was gestern kam, behoben worden. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Jetzt Charles Leclerc vor uns. Und der ist ja sehr schnell unterwegs. Wir kommen aber immerhin, oder wir können immerhin mit dem DRS ein bisschen folgen. Perez vorher mit den gelben Reifen. Ich denke aber mal, dass der ja nicht in Reichweite sein wird. Wir kommen hier gut mit Leclerc. Und das ja zeigt mir dann auch schon ein bisschen, dass die Schwierigkeit doch etwas zu schwach eingestellt ist. Wenn wir da locker dem Ferrari folgen können, ist das schon eher ja, schwach. Wir müssen auf jeden Fall die Schwierigkeit erhöhen. 94 ist meine neue Schwierigkeit, wie gesagt. Und jetzt hier mal an Leclerc vorbei. Wir gehen mal links vorbei. Und da können wir auch in die letzte Kurve reingehen. Alter, du kannst die so hardcore schneiden, dass sich Gras selbst bestrengen. Regeln ist das echt so cool. Du kannst wirklich, ich meine, du musst natürlich ein bisschen vom Gas runtergehen, aber trotzdem, so an sich kommst du ja trotzdem smoother durch und das ist echt ein kleiner Bug von dem Game. Vielleicht wird das auch gefixt, wie gesagt, das kann ich noch nicht sagen. Wir sind hier in Runde Nummer 5 und ja, Carlos Sainz jetzt vor uns, der strauchelt auch ordentlich. Guckt euch das mal an, wir können Sainz hier locker folgen. Und das ist wirklich, ja, und hier aus dieser Kurve raus, wo er jetzt drückt Leclerc wieder ordentlich an, schießt er links vorbei, da können wir aber kontern, denn es ist natürlich die Hahnal-Kurve und wenn du innen bist, ist das natürlich ein Welten einfacher, wie wenn du da außen irgendwie rumfahren musst. Jetzt auch das DRS, aber nicht für Sainz, sondern für Leclerc, obwohl für Sainz wird es auch reichen. Und jetzt, ja, das ist eher ein Update DRS gegen Leclerc, wie das wir auf Sainz auch gleiche Stelle, aber eine Runde später. Jetzt sind wir allerdings schon ein bisschen näher dran an Carlos Sainz Junior. Letzte Kurve sollten wir ordentlich erwischen. Halleluja! Halleluja! Und im Windschatten saugen wir uns da an Carlos Sainz Junior dran. Das führt aber noch nichts in Turn 1. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Perez und wer ist da vor ihm? Verstappen. Also sind die schon die ersten zwei. Also Podium ist heute auf jeden Fall drinnen und das wäre natürlich mega geil. Also wirklich sehr, sehr cool wäre das. Wir haben sogar Schaden an, da müssen wir echt aufpassen. Da kommt auch direkt der Blick, Gott sei Dank kein Schaden. Angeditscht rechts an der Mauer, ähnlich wie... Ja und jetzt, ich stehe so unter Druck hier gegen Charles Leclerc. Ja, der zieht ja trotzdem vorbei, da müssen wir gucken. Ja, da kann man glaube ich aber auch nicht reinhalten, nein, das geht nicht. Und hier ist dann Josh Rust reingekracht. Trotzdem, die Hinterreifen werden ein bisschen stärker abgenutzt. Liegt aber vermutlich auch dran, dass ich vielleicht auch teilweise zu viel will und dadurch auch ein bisschen zu früh, zu schnell das Gas durchdrücke. Falls ihr wisst, was ich meine. Aber das ist ja jetzt nicht so schwer. Jetzt sind wir an Leclerc dran, der uns ja überholt hat. Und jetzt kommt das zurück überholen. Was hat uns auf der DS-Zone überholt? Jetzt können wir hier in Turn 1... ganz spät, da gehen wir sogar mit dem Reifen auf die Dirty, naja, auf diesen Dirty Fleck neben der Strecke. Ist aber alles gut gegangen. Sainz zieht ein bisschen davon und so kommt schon langsam in mir der Gedanke, wow, bist du deppert, Halleluja, ist der Kurve raus mit einem unnormal gottlosen Pendler hier. Und da kommt schon ein bisschen der Gedanke in mir hoch, ob wir eventuell ein bisschen früher stoppen als die anderen. Ich meine, es sind 25 Runden und wir werden sowieso entweder auf Gelb oder Weiß gehen müssen. Tendenz mal auf Weiß. Aber ja, wenn ich mir angucke, dass die Gelben eigentlich so gut halten und wir schon in der 9. Runde sind, könnten wir es auch auf die Weißen, auf die Gelben lassen. Obwohl, ich weiß nicht genau. Wir werden die Weißen nehmen, denn ich bin mir auch nicht ganz sicher. Es sind ja trotzdem 15 Runden. Und hier kommt schon mal Fehler 1 des heutigen Rennens. Denn ich hätte eventuell rückblicken, noch ein, zwei Runden warten sollen, auch wenn ich das natürlich hier noch nicht wusste. Ja, der Boxenstopp ist okay, 2,5 Sekunden Standzeit, weiße Reifen. Wir kommen sogar vor meinem Teamkollegen, wir haben nicht so, doch, reicht.
Der kommt jetzt hier erst rechts und da kommen wir ganz knapp. Vielleicht sogar den ersten Martin. Ja, den holen wir auch. Logan Sargeant, ja, ist natürlich dumm, dass wir jetzt hinter den zurückgefallen sind. Das könnte aber rein. Nein, das reicht nicht. Das reicht nicht, Karl. Ah, Mann! Ja. Was soll ich machen? Das ist wirklich verhext. Du kommst genau hinter dem raus, hinter dem du nicht rauskommen willst. Und das sind jetzt halt auch wichtige Kurven. Ja, ja, will ich wieder zu viel. Kommt fast zur Berührung hier und das ist dann wirklich hardcore. Jetzt drück doch so schon Stroll an. Und du weißt halt, du musst nach vorne. Ich möchte nach vorne pressuren. Aber das reicht halt einfach nicht. Ja, Sargeant werden wir uns gerade mal auf der langen Geraden holen. Die Reifen sind nicht mal noch warm. Ich muss aber schon pushen, weil eben Stroll hier... Ja, da gehen wir ganz spät. Ah, das ist viel zu spät hier auf der Bremse. Nur wir haben irgendwie noch die Kurve bekommen und konnten hier trotzdem vorne bleiben. DRS nehmen wir auch mit. Und ich glaube, das könnte sogar ein Angriff hier auf Kevin Magnussen werden, der echt schwach unterwegs ist. Und Red Flag! Und das ist genau das, was ich meine. Genau diese verdammte rote Flagge muss jetzt kommen. Wir waren vor einer Runde in der verfickten Box. Nein, sorry. Wir waren vor einer Runde in der Kackbox drin. Und jetzt, Mann, jetzt muss das fucking Safety Car kommen. Das ist halt wirklich das größte, der größte Pechmoment überhaupt. Ab geht's, Restart und dann kommt der nächste Random Factor. Direkt Safety Car nach dem Restart. Ich habe keine Ahnung, warum gibt es hier Safety Car direkt nach einer Red Flag? Ich weiß es nicht, Leute. Es ist weird und crazy, wie ich es euch gesagt habe. Ich habe keine Ahnung, warum wir jetzt noch Safety Car bekommen nach einer roten Flagge. Ja, wir müssen den ganzen uns natürlich beugen. Und durch diese verkorkste, ich will sagen Strategie, aber durch diesen... Ja, durch dieses Unglück mit der roten Flagge und dann noch, ich bin nochmal reingekommen, habe mir jetzt die gelben geholt. Rückblickend der zweite Fehler, denn die roten wären natürlich um Welten besser gewesen. Wusste aber zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht, dass wir noch ein, zwei Runden hinter dem Safety Car fahren werden. Und ja, so haben wir, ja, eigentlich alles verloren. Wir waren auf einem guten vierten Platz unterwegs, sind jetzt 18. Jeder hat gestoppt mindestens einmal. Und die weiter vorne haben sogar alle die Routen aufgezogen und ja, das war natürlich jetzt Datum Dix, das war einfach nur Scheiße. Mann, wir haben dadurch alles verloren. Es ist wirklich krank, es ist so scheiße. Mann, es ist wirklich unfassbar schlimm heute. Also das Rennen hätte nicht schlimmer laufen können. Zuerst eine Runde zu früh in der Box, kam die rote Flagge, jeder in den Freestop. Dann, ja, dann das hier noch und Mann, und wir kurven jetzt auf dem fünftletzten Platz herum und ja, können da nichts machen. Ja, hier kommt die Berührung mit der Mauer, die haben wir aber ich vorhin gesehen, das war echt knapp. Und dann hier das Ransaugen an. Nein, das ist Sainz. Haben wir World of Champions berührt? Nein, da bin ich aber eher ja, sanfter unterwegs, weil ich hasse es, hier die World of Champions zu berühren. Hier haben wir ganz leicht angedeutet, dass wir links vorbei waren, sind dann aber natürlich rechts. Ah, andersrum. Wir haben angedeutet, dass wir rechts vorbei wollen, sind dann aber links vorbeigefahren. Und da haben wir einen kleinen, aber feinen Zug, zwei Mercedes hinter mir. Und das war dann der Angriff von Charles Leclerc. Konnte aber nicht irgendwie reinkommen, weil wir einfach die bessere Strecke hatten. Hilft aber alles nichts, denn wir hatten einfach das größere Pech heute. Oder die anderen dann einfach mehr Glück. Runde 13, der Restart. Also das war echt, man hat auch irgendwie gar nichts gemerkt, das gab auch keinen Frühstart oder so und dann direkt, ihr seht es dann auch oben gleich bei dem Pier Zero Safety Car. Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hatte. Der Start hätte uns auf jeden Fall geholfen, denn ich denke schon, dass wir da 2, 3, vielleicht sogar 4, 5 Plätze gut machen hätten können. So ist es jetzt ein fliegender Start und wir, ja, sowieso mit diesen gelben Reifen kommt da sowieso nicht mit. Zwei waren dann nochmal in der Box, obwohl man bei roter Flagge... Ja, eigentlich tauschen dürfte. Ich habe keine Ahnung, warum die da nicht bei roter Flagge getauscht haben. Vielleicht waren das die mit Weiß gestartet sind oder eine Genius-Strategie von einem anderen Team. Achso, nein, es war nur einer, denn es ist, anscheinend ein Red Bull ausgeschieden. Ja, da bin ich ja richtig mad. Ich bin so abgefuckt hier. Einer war noch in der Box anscheinend und wir sind, ja, da gehen wir rein. Max Verstappen ist ausgeschieden. Das hilft uns aber auch nicht viel, denn es ist trotzdem nur P15. Wir haben noch 9 Runden zu gehen. Und die Leute vor mir haben alle rote Reifen, also der größte Teil vor mir hat rote Reifen. Das wird noch viel schwieriger, die aufzuholen. Es ist ja fast unmöglich, heute einen Punkt zu holen. Das gucken wir uns aber jetzt natürlich mal an.
Wir müssen mal schauen, alles geben. Es ist auch natürlich eng beisammen, das Feld. Natürlich aber auch noch kein DRS enabled. Also wir müssen jetzt trotzdem alles geben. Ja, und die Alphas sind halt natürlich auch sehr schnell. Das sind Ferraris, Ferrari-Motoren. Auch wenn Bottas hier ja nicht so stark aussieht, haben wir mit den Roten, ja, hier wieder. Ich war zu diesem Zeitpunkt wirklich so unfassbar abgefuckt. Es tut mir auch leid, wenn ich da jetzt manchmal ein bisschen übers Ziel hinausschieße. Trotzdem war das klinisch Rundwahl über gegen Bottas. Turn 1 Overtake, da kommt aber fast der Switchback, da rutschen wir neben die Strecke. Trotzdem kann Bottas da nicht kontern. Obwohl wir ihm genug Platz gelassen haben, muss man sagen. Jetzt Guan Yu Zhou und auch Ocon mit roten Reifen. Und ja, das sind eigentlich schon die Endgegner. Ich komme Guan Yu Zhou nicht mal mehr nach. Esteban Ocon auch nicht. Ich meine, die haben perfekte rote Reifen im perfekten Fenster und natürlich auch noch gepokert und das Poker gewonnen. Es ist halt dumm, wirklich. Rückblickend hätten wir wirklich einiges anders machen müssen. Hilft aber jetzt alles nichts mehr, hätte, wäre, wenn. Jetzt sind wir an Guan Yu dran. Letzte Kurve ordentlich genommen. DRS on, er hat kein DRS. Jetzt auch ERS dazu schalten. Und es ist, glaube ich, wie 90% meiner heutigen Überholmanöver. Entweder beim Start oder in Turn 1. Es macht halt auch einfach hier ordentlich Bock. Man kann sich, ja, da kommt der Querstern. Man kann sich halt schön an die Gegner dranarbeiten und, ja, kann dann auch schön rein überholen. Die erste Kurve ist wirklich perfekt für solche Manöver. Mhm. Oh mein Gott, Alter, da kam wieder das Heck. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig heute. Ja, ich durfte auch jeden Reifen heute testen, fällt mir gerade auf. Wir sind ja mit dem roten gestartet. Dann waren wir fast eine ganze Runde auf Weiß und dann jetzt auf den gelben Reifen unterwegs. Also wir durften jeden Reifen heute fahren, auch wenn es uns nicht viel Glück gebracht hat. 5 Runden sind noch zu gehen, aber wir haben jetzt schon 3 Sekunden Rückstand auf Esteban Ocon und auf Fernando Alonso da vorne. Es wird fast unmöglich werden. Also es ist wirklich, ich habe es euch versprochen, es ist ein crazy Rennen. Es ist nicht crazy gut, aber es ist generell, Sachen passieren. Red Flag heute, dann Safety Car während dem, ja, Red Flag Restart. Wir sind in der 24. von 25 Runden, haben es hier tatsächlich noch geschafft, diesen Polster von Esteban Ocon reinzufahren. Liegt aber auch dran, dass Alonso und er gefightet haben und dadurch auch ordentlich an Zeit verloren haben. Wir sehen es auch an Alonso, der hat da auch über 2 Sekunden verloren. Trotzdem hilft alles nichts. Ich denke mal, dass auch ein Alonso schwierig noch Punkte holen kann. Der hängt da zwar in einem anderen Kritzel fest, aber hilft alles nichts. Ein stehender Start wäre wesentlich geiler gewesen. Da kannst du gleich 3-4 Plätze, gerade in dem heutigen, gerade in dem jetzigen Spiel, da kannst du direkt beim Start 4-5 Plätze gut machen und ist dann halt wirklich viel einfacher. Ich musste wirklich jeden Einzelnen hier überholen und das ist dann fast unmöglich, auch auf dieser Schwierigkeit, natürlich mit den falschen Reifen. Du hast manchmal Glück, manchmal Pech. Alonso fährt hier tatsächlich noch um den 10. Platz. Er ist wirklich gerade an Yuki Tsunoda vorbeigegangen und holt sich den einen Punkt immerhin, wenn es, glaube ich, bei ihm nicht so perfekt lief. Trotzdem muss ich sagen, das Rennen hat verdammt Bock gemacht. Wir kommen hier vermutlich auch noch an Esteban Ocon vorbei. Jetzt gucken wir uns aber das Ganze nochmal an. Runde Nummer 14, der Restart. Da hatten wir auch Pech, da bin ich, obwohl das war kein Pech, da war ich einfach zu spät mit der Reaktion, da bin ich auch zu schwach aus der Kurve raus, da wollte ich auch in Turn 1 wieder zu viel, mit dem, da ist direkt das Heck ein bisschen weggerutscht, ihr seht es dann hier auch, bin ich ein bisschen auf diesen dreckigen, ja, Nebenstreckenzeug gekommen, da ist direkt das Heck wieder ein bisschen gekommen, aber ja, oh mein Gott, was macht denn Magnussen hier, also das war aber okay, sehr interessant das Ganze. Genau, hier dann. Es ist halt wirklich so schwierig. Wow. Das war knapp. Das war sehr knapp in der Mauer. Und dann hier, ja. Es ist halt viel passiert heute in dem Rennen. Aber halt dann auch nicht viel Gutes. Das heißt, der Banocon ist jetzt hinter uns. Wir konnten aber auch nichts mehr machen. Ich denke mal auch, dass die roten Reifen jetzt ein bisschen den Geist aufgeben. Aber ja, ich denke trotzdem, dass der rote Reifen gerade für nach der Red Flag der bessere Reifen gewesen wäre. Auch wenn vielleicht die letzten 2-3 Runden nicht mehr alles gegangen wäre. Ich wollte hier auch noch mal wirklich alles, auch hier Yuki ganz knapp dran, aber ja, das wäre halt dann auch alles nur noch Trostpflaster gewesen. Das Feld ist verdammt eng zusammen. Jetzt fährt Perez gerade über die Ziellinie, dahinter die Ferraris. Da hätte ich ins Ziel kommen können, da irgendwo.
auch wenn es dann nur der 6. oder 7. gewesen wäre. Es ist halt so, wie es ist. Ich weiß auch nicht, warum mir die ganze Zeit die Box angezeigt wird. Ich fahre nicht nochmal rein, wir hatten jeden Reifen drauf. Und das ist kein Punkt. Leider sind das. Es war ein großartiges Rennen und eine erstklassige fahrerische Leistung, die Red Bull heute den Sieg gebracht hat. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was haben Sie besser gemacht als die anderen? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Red Bull ist der heutige Gewinner nach einer unglaublichen fahrerischen Leistung. In letzter Zeit hat Red Bull enorm zugelegt, um mit den anderen Teams mithalten zu können. Und es hat sich gelohnt. Was soll ich sagen? Das ist also das traurige Endergebnis. Wir waren, bist du narrisch, der war 5/10 schneller mit der schnellsten Rennrunde. Muss aber natürlich sagen, der ist auch eine komplett andere Strategie gefahren, Checo Perez. Es ist halt so, wie es ist, vom 8. gestartet, 12. ins Ziel gekommen. Schlechter hätte es nicht laufen können, glaube ich. Ich meine, alles weiter hinten wäre noch schlechter gewesen, aber Esteban, was für ein Abstieg, von 17 auf 13, das ist schon sehr gut. Jack Doohan dann leider wieder nur letzter, weil ja Max Verstappen ausgeschieden ist. Und ja, das war das Rennen. Weltmeisterschaftsverlauf 65 Punkte. Das ist okay, wir sind noch im oberen Top 10 Bereich. Gefällt mir noch sehr gut. Die 3 Punkte haben mir leider gefehlt. Ich glaube auch, dass das oft der Fall sein wird, weil ich habe auch gesehen, das Auto, das lässt halt auch aktuell nicht viel zu. Wir hätten nur einen Punkt vielleicht nehmen sollen. Aktivitäten sollten wir natürlich noch ein bisschen einstellen, aber heute war es das mal, Leute. Ich freue mich extrem. Es war ein cooles Rennen. Wir hatten das erste Mal natürlich das Vergnügen mit der Red Flag. Ja, hier wieder was fehlgeschlagen. Das ist natürlich wieder bitter. Wir hatten das erste Mal das Vergnügen mit der Red Flag. Das gefällt mir auch extrem. Aber ja, sonst ist das Rennen eher so mittelmäßig verlaufen. Würde ich mal sagen, Red Flag hat eigentlich unser Rennen zerstört. Trotzdem hat es Spaß gemacht. Auch der Safety Car. Mir hat heute alles drin. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Jetzt unterstrich Tobi. Schaut gern auf meinem TikTok-Account vorbei. Macht die 13k voll. Schaut gern auf Instagram vorbei. Links wie immer alle unten in der Bio. Und für heute war es das mal. Danke. Falls euch mein Content gefällt, würde ich mich gerne über kostenloses Abo freuen und über ein Däumchen oben. Bis morgen oder später. Morgen kommt Breaking Point oder später und ciao.